Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 12 mal 12 Minuten Morgengymnastik. Heute mit gekräftigt in den Morgen. Wir wollen heute den ganzen Körper in kurzer Zeit einmal durchkräftigen. Mach immer so mit, wie es für dich okay ist. Und wir starten sofort mit einem kleinen Aufwärmtraining. Dazu richtest du dich auf und rollst deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse ab. Lass die Arme locker mitschwingen. Denk an die Krone auf dem Kopf. Vielleicht auch schon an deine Körpermitte denken. Also zieh den Bauchnabel sanft nach innen. Dann gehst du am Platz, roll die Füße ab. Richtig schön hochziehen. Arme mitnehmen. Und dann einfach weitergehen und beide Schultern mal nach hinten kreisen. Etwas größer werden, die Ellbogen. Und jetzt streckst du deine Arme nach außen, Spannung aufbauen. Die Schultern sind tief, Hände schließen und dreh die Handflächen jetzt in Richtung Decke. Beuge und strecke deine Unterarme. Lass die Oberarme wirklich in der Waagrechten und kraftvoll den Bizeps trainieren. Bleib in Bewegung. Den Nacken entspannen und die Atmung fließt. Immer noch. Letzten. Noch 8 der Bizeps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt bleibe und löse kurz auf, schüttel aus, bleib stehen, locker deine Beine auch kurz ein bisschen aus, hüftbreit, geöffnet stehen bleiben, Schultern locker, Handballen aneinander drücken und jetzt gibst du so richtig Druck. Dreh deine Fingerspitzen zu mir, ich zeig's dir nur seitlich, Schultern tief und schieb deine Arme nach vorne und zieh sie wieder zurück, ganz kräftig zusammendrücken. Du trainierst genau die Brustmuskulatur richtig fest. Druck, Druck. Und auch wieder atmen. Immer noch. Letzten Male. Es darf zittern. Noch 6. Noch 5. Noch 4. 3. 2. Noch einmal. Richtig fest Druck geben. Und wieder zurückkommen, auflösen, entspannen, tief gehen in Richtung Fersen, deine Oberschenkel parallel zueinander, Oberkörper gerade, drück dich nach oben mit Gesäß und Beinkraft nochmal tief und wieder hoch. Beine dürfen warm werden. Normal. Deinem Tempo. Wichtig ist, dass du die Füße gleichmäßig belastest. Noch 5.
noch vier, noch drei, noch zwei, noch einen. Bleib hier, kurzen Moment, halte, halte, halte und löse. Beine auslockern, sehr gut. Jetzt darfst du deine Beine etwas weiter in die Gräte stellen, deine Knie nach außen zeigen lassen und den Oberkörper nach vorne neigen. Spannung im Bauch, Daumen zeigen in Richtung Decke und jetzt kraftvoll deine Ellbogen zurück. Spür die oberen Rückenmuskeln und wieder nach vorne. Kraftvoll zurück und nach vorne. Muskeln zwischen deinen Schulterblättern stärken. Bleib oben ganz kleine. Hoch, ziehen, ziehen. Das sind die Muskeln, die für deine Aufrichtung zuständig sind. Endspurt. Es darf auch wieder warm werden. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und kurz auflösen, lockern. Und während du lockerst, kannst du schon nach unten kommen, auf den Boden, dich auf die Seite setzen, so dass deine Beine voreinander liegen. Also ein Bein zurück, das andere Bein nach vorne. Und die Hand, die jetzt winken kann, die stützt jetzt auf den Boden auf. Die andere Hand darf dich umarmen. Jetzt geht deine Schulter in Richtung Boden und du drückst dich aus dem Trizeps wieder nach oben. Eine wichtige, mach nur weiter, Kraftübung. Wenn wir vom Boden nach oben aufstehen möchten, wir brauchen ganz wichtig die Armkraft. Geht noch. Nicht mehr geht, Pause machen. Noch einmal. Muss ja nicht so tief gehen. Komm hoch. Lockere aus. Bleib sitzen. Wir machen gleich noch die andere Seite, aber setze dich einmal aufrecht hin. Heb dein Brustbein und kipp den oberen Rand vom Becken ganz leicht nach hinten ab. Deine Hände vorne fassen. Merkst du schon die Bauchmuskeln? Sehr gut. Denn jetzt drehst du dich nach rechts und nach links. Ausatmen. Schräge Bauchmuskulatur. Einmal nach rechts, nach links. Und lehn dich so weit zurück, dass du es mit deiner Bauchmuskulatur gut halten kannst. Geht noch, kannst auch wieder ein bisschen aufrichten. Noch 4, 3, 2, 1, zur Mitte kommen, kurz entspannen. Noch auf eine Seite den Trizeps, drück dich hoch, Unterschenkel wieder voreinander. Die Hand, die winken kann, die stützt, die andere Hand umarmt. Dreh die Finger so ein bisschen ein und geh mit der Schulter jetzt tief und wieder hoch. Nur so tief, dass du dich auch gut wieder hochdrücken kannst.
Gleich haben wir es. Noch zwei, wenn du möchtest. Noch einen. Und hochdrücken. Aufsetzen. Auslockern. Schultern lockern. Einmal noch sitzen. Oberen Rand vom Becken etwas kippen. Hände fassen. Und noch einmal nach rechts und links drehen. Endspurt. Nacken ist entspannt. Letzten vier, drei, zwei, einen und zur Mitte kommen. Lockern. Ein Bein vorne aufstellen. Komm auf die Hände, komm auf die Füße. Stütze dich auf die Oberschenkel. Und roll dich gleich Wirbel für Wirbel zum Stehen. Zeit lassen. Auslockern. Durchgekräftigt. Rechter Arm nach oben zwischen die Schulterblätter und mit der anderen Hand ziehst du den Ellbogen ein bisschen tief. Knie sind leicht gebeugt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. In schneller, kurzer Zeit ganz viel durchgekräftigt. Wechsel. Es gibt diese ganze Übungsreihe da oben bei dem Infopunkt rechts oben im Bild oder auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Einfach mal reinschauen. 12 mal 12 Minuten Morgengymnastik. Löse auf, Hände hinten fassen, Brustbein öffnen. Ansonsten sei einfach beim nächsten Mal wieder dabei. Abonniere meinen Kanal und wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit unterstützen. Dankeschön. Der Link ist unter dem Video. Heißt eine Unterstützung. Dann lockere aus, atme ein, atme aus, streck dich lang, zieh dich, regel dich, öffne die Arme, schüttel sie aus und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Also wie gesagt, gerne mich abonnieren, gerne mich unterstützen natürlich, danke. Oder ganz einfach beim nächsten Workout wieder dabei sein. Ich freue mich schon. Bis dann!